Ihr könnt es vielleicht im Hintergrund hören. Weihnachtsmusik schallt durch die Ursafarm Arena. Das hat auch einen Grund. Wir feiern die Letztschicht. Unsere Fans feiern ein erfolgreiches Spiel für unsere Elf. Und wir sagen euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TV Elf Nachschuss. Ja, wir haben es schon ein bisschen angekündigt. 90 Minuten waren gespielt in der Ursafarm Arena. 1:0 setzt sich unsere Elf gegen die Spatzen aus Ulm, gegen den SSV Ulm durch. Ja, und nach dem Spiel hat sich Julian Schild mit Spielern und mit unserem Trainer unterhalten. Wir wünschen euch bei dieser letzten Ausgabe TV Elf Nachschuss für ein Heimspiel zumindest, eine Auswärtspartie kommt ja noch, viel Spaß und gute Unterhaltung und bis zum nächsten Jahr. Ja, Torben, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Heute einige Verletzungsunterbrechungen. Wie intensiv war das Spiel aus deiner Sicht? Ja, schon sehr intensiv. Das hat uns schon viel abverlangt. Das wussten wir aber auch vorher, dass Ulm alles andere ist als Laufkundschaft, dass wir uns richtig strecken müssen. Und das haben wir heute auch getan. Du sagst es, vor allem die Schlussphase war besonders intensiv. Wie zufrieden ist man nach so einem Spiel, wenn man im Prinzip sehr wenig bis gar nichts zugelassen hat? Ja, schon sehr zufrieden. Wir haben endlich mal wieder 0:0 gespielt. Das ist unser Anspruch. Deswegen freuen wir uns darüber, über die Art und Weise. Ich glaube, wir können es noch besser machen. Wir können es nachher noch souveräner runterspielen, mehr eigenen Ballbesitz haben. Aber wie gesagt, Ulm hat es natürlich auch gut gemacht und hat uns da natürlich was abverlangt. Nachher sind wir einfach froh, dass wir 0:0 gewonnen haben. Ja, das Ergebnis von Saarbrücken hast du vermutlich noch nicht vernommen. Der Rückstand ist von zwischenzeitlich 8 Punkten auf 2 Punkte reduziert worden. Was bedeutet das für die Mannschaft? Dass wir genauso weitermachen müssen. Wir sind jetzt in einer richtig guten Phase und haben die ganze Zeit gesagt, dass wir weiter Druck aufbauen wollen auf Saarbrücken. Und das haben wir auch heute wieder gemacht und deswegen freut mich das umso mehr. Vielen Dank. Danke. Ja, Frank, 1:0 gegen die Ulmer Spatzen gewonnen. Wie ist das Spiel aus deiner Sicht heute verlaufen? Ja, es war wie erwartet hart umkämpft. Wir haben anfänglich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, den Spiel zu finden, haben es aber dann mit dem Laufe der Zeit immer besser gemacht. Unser Gegenpressing hat dann besser funktioniert, was wir uns vorgenommen haben, haben dadurch viele Balleroberungen gehabt, nur leider im letzten Drittel etwas zu schlampig gespielt, nicht richtig ausgespielt und dadurch nicht ganz so viele Torchancen kreiert heute. Allerdings über die 90 Minuten auch defensiv immer sehr gut gearbeitet. Klar ist es bei einer Mannschaft wie Ulm, lässt es nicht vermeiden, dass sie auch zu ihren Chancen kommen. Aber ich finde, dass wir das im Verbund sehr gut gemacht haben und der Sieg auch in Ordnung geht und verdient ist. Ja, du hast bereits das Defensivverhalten angesprochen. Eine neu formierte Doppel-6, viel Kampf und gerade am Schluss auch viele Nicklichkeiten. Aber im Großen und Ganzen kannst du mit dem Defensivverhalten deiner Vorderleute heute doch zufrieden sein. Richtig, das bin ich auch. Vor allen Dingen haben wir uns auch nicht anstecken lassen. Zwischendurch wurde es ja dann ein bisschen nicklig, ein bisschen hitzig. Da mahne ich dann auch immer an, einen coolen Kopf zu bewahren, die Ruhe zu bewahren, nicht drauf einzugehen, sondern bei uns zu bleiben, unser Spiel durchzuziehen, auf unser Verteidigen zu konzentrieren. Und das haben wir wirklich sehr gut gemacht heute. Da bin ich mega stolz auf die Mannschaft, nicht nur auf den Defensivverbund, sondern auf alle. Wenn ich sehe, wie Sinan da vorne wieder marschiert ist und versucht hat, uns in der Defensive Arbeit abzunehmen, indem er schon vorne die Bälle erobern wollte, war sensationell. Und ja, das macht uns stark. Das ist die geschlossene Mannschaftsleistung, die wir immer auf den Platz bringen. Das schaffen wir in jedem Spiel. Wir schaffen vielleicht nicht in jedem Spiel die fußballerische Leistung auf Top-Niveau, sage ich jetzt mal, Woche für Woche zu bringen. Aber was wir immer auf den Platz bringen, ist das Läuferische und der Teamgeist. Ja, das Ergebnis in Saarbrücken hast du auch mittlerweile mitbekommen. Was bedeutet die Niederlage für Saarbrücken und den 2-Punkte-Rückstand, den man jetzt nur noch hat, für die Rückrunde und das Spiel in Freiburg? So weit vorausschauen möchte ich nicht. Ich weiß, es ist so eine Floskel, aber wir tun gut daran, wenn wir von Spiel zu Spiel schauen. Und zwar auf unsere Spiele. Ich muss ehrlich sagen, was Saarbrücken aktuell macht, interessiert mich nicht. Klar nimmt man das mit und freut sich, wenn sie verloren haben. Aber ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir auf uns schauen. Wir haben jetzt noch ein Spiel in Freiburg, das wir auch unbedingt noch gewinnen wollen. Und mit einer grandiosen Siegesserie dann Weihnachten mit unserer Familie feiern können. Den Urlaub dann uns auch verdient haben. Und ich denke, das ist wichtig. Und die anderen Dinge, die sollten wir nicht ganz so beachten. Vielen Dank, Frank. Ja, Horst, 1:0 gegen die Ulmer Spatzen, der 9. Sieg in Folge. Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus? Ja, es war das erwartete Schwerspiel. Die Jungs haben es toll gemacht. Wir haben so wenig Situationen das 1:0 gemacht. Es war ein super Angriff, Manu.
Hat einen tollen Lauf gerade, macht den Kopfball super rein. Ja, dementsprechend waren wir dann in Führung und haben von da an sauber verteidigt. Ja, das war wirklich schwer gegen einen starken Gegner, aber die Mannschaft hat sich als Mannschaft präsentiert, unsere Ausfälle der Stammspieler kompensiert und einer ist für den anderen gelaufen, so habe ich mir das gewünscht. Ja, du hast es schon angedeutet, aufgrund diverser Ausfälle ein neu formiertes zentrales Mittelfeld. Wie hat sich die Defensivarbeit heute deiner Meinung nach gezeigt auf dem Platz? Ja, ich glaube, beide haben es toll gemacht, haben ihre Momente auch nach vorne gesucht immer wieder, was aber nicht ganz einfach war gegen den Gegner. Deshalb war es auch gerade nach dem 1-0 und zweiter Halbzeit Druck von Ulm viel verteidigen und die Jungs sind Meter gelaufen und gerannt, was das Zeug hält. Da will ich aber auch keinen ausnehmen. Ich glaube, unsere Außenspieler, unsere Stürmer, die sind gelaufen, unsere Verteidiger haben verteidigt. Also rundum zufrieden und glücklich bin ich mit der Art und Weise, wie wir verteidigt haben. Das ein oder andere nach vorne hätten wir noch ein bisschen besser lösen können, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, eine tolle Mannschaftsleistung. Ja, wie du sicher weißt, Saarbrücken hat heute verloren. Es sind nur noch 2 Punkte. Wie ordnest du das Ergebnis im Hinblick auf die Rückrunde ein? Ja, für uns war es schön, dass wir in unserem Lauf geblieben sind, dass wir gemerkt haben, dass auch die Jungs, die reingekommen sind, einfach erfolgreich mit uns Fußball spielen können. Das ist ein toller Wert, der heute sichtbar geworden ist durch das Spiel, dass Saarbrücken dann verloren hat und wir bis auf 2 Punkte rangekommen sind. Das motiviert natürlich nochmal besonders, dass wir merken, die beharrliche Arbeit, die wir Woche für Woche leisten, dass das sich lohnt und irgendwann wir vielleicht den Kontakt so herstellen können, dass wir Saarbrücken schlagen können und vielleicht auch Tabellenplatz 1 irgendwann wieder übernehmen können. Klar ist aber auch, dass wir in Freiburg erstmal ein super wichtiges Spiel wieder vor uns haben, wo wir uns richtig gut darauf vorbereiten wollen. Ja, nächste Woche das letzte Spiel vor der Winterpause gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Was erwartest du von den Jungs aus Freiburg? Ja, ich kann es nicht genau sagen. Ich habe jetzt das erste Mal auch ein 4-4-2 beim Gegner gesehen. Die haben sonst eigentlich oft mit Dreierkette gespielt und hatten immer eine ganz gute Raumaufteilung, sind schon auch gut unterwegs, die Jungs. Also laufen können sie. Und dann eine gute Raumaufteilung führt dazu, dass wir auch viel laufen müssen, um Angriffe abzuwehren, Bälle zu erobern. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir wieder eine Laufleistung hinbekommen, wie wir es heute auch geschafft haben. Und den Gegner dann so lange bearbeiten, dass wir irgendwann in Führung gehen können und das Ding auch gewinnen können. Vielen Dank.